Kennst du schon den Samoyede? Heute zeigen wir dir alle Fakten und verraten dir alles Besondere über diese Rasse. Willst du in Zukunft keine Hunderasse mehr verpassen, dann abonniere jetzt unseren Kanal und entdecke jede Woche eine neue Rasse. Der Samoyede erregt durch sein markantes Äußeres viel Aufmerksamkeit. Die Hunde mit dem schneeweißen, üppigen Fell haben einen verschmitzten Gesichtsausdruck, denn es scheint, als würden sie lächeln. Obwohl sie echte Alleskönner sind, ist die Rasse weitestgehend unbekannt. Charakter und Merkmale. Der Samoyede ist ein vielseitiger Hund. Er ist menschenbezogen und aufgeschlossen. Seine freundliche und lebhafte Art machen ihn zu einem hervorragenden Familienhund. Obwohl er gerne im Freien ist, wäre eine reine Zwingerhaltung ungeeignet. Denn Samoyeden sind gesellig und möchten immer bei ihrer Familie sein. Der Bewegungsdrang dieser Rasse ist relativ groß. Er sollte täglich die Möglichkeit haben, sich im Freien auszutoben. Der verspielte und intelligente Samoyede braucht viel Spieleinheiten und Abwechslung. Samoyeden zeigen keine Aggression und sind nicht die besten Wachhunde. Sie würden bellen und den Eindringling melden, aber nicht stellen. Dafür ist ihr Wesen zu freundlich und zu unbekümmert. Sie vertragen sich mit Hunden und anderen Tieren. Ihr Jagdtrieb ist schwach ausgeprägt. Dennoch kann die Erziehung eines Samoyeden eine Herausforderung sein. Diese Rasse ist sehr stolz und hat ihren eigenen Kopf. Blinden Gehorsam kannst du von einem Samoyeden nicht erwarten. Er wird zunächst die Situation und das Kommando abwägen und sich dann bewusst entscheiden. Das heißt nicht, dass der Samoyede unerziehbar wäre. Mit Konsequenz, Geduld, Fingerspitzengefühl kannst du auch einen Samoyeden erziehen. Ein wenig positive Verstärkung und Anreize können hilfreich sein. Die richtige Ernährung. Die Ernährung des Samoyeden ist unkompliziert. Sie sind nicht übermäßig anfällig für Allergien oder Übergewicht. Dennoch braucht die Rasse eine ausgewogene und artgerechte Ernährung für ein langes, gesundes Hundeleben. Ein gesundes Hundefutter sollte viele hochwertige Proteine und Gemüse enthalten. Das Gemüse liefert die nötigen Vitamine und Mineralstoffe, damit dein Liebling gesund bleibt. Kohlenhydrate wie zum Beispiel Getreide solltest du nur in sehr geringen Mengen füttern. Wähle ein Futter, das kein Zucker enthält. Die Pflege. Der Pflegeaufwand beim Samoyeden ist in der Regel nicht sehr groß. Etwa ein- bis zweimal die Woche solltest du das Fell gründlich durchbürsten. Bei dem schneeweißen Fell des Samoyeden ist es verlockend, ihn zu baden, sobald er etwas schmutzig ist. Denn jede Regenpfütze hinterlässt ihre Spuren auf dem makellos weißen Fell. Dennoch musst du mit dem Baden sehr sparsam vorgehen, denn Shampoo und Seife greifen das schützende Fett an der Unterwolle an. Die Haut ist nicht mehr ausreichend geschützt, trocknet aus und wird rissig. Die Haare wirken stumpf und glanzlos. Bade deinen Samoyeden deshalb nur im äußersten Notfall und bei starker Verschmutzung. Zweimal im Jahr ist die Fellpflege beim Samoyeden aufwendiger. Denn dann vollziehen die Hunde den Fellwechsel und verlieren sehr viele Haare. Als Besitzer solltest du dich darauf einstellen, dass alles, womit dein Liebling in Berührung kommt, voller Hundehaare sein wird. Häufigeres Bürsten kann helfen, wird es aber nicht verhindern können. Die Pflege unterscheidet sich ansonsten nicht von anderen Hunderassen. Suche das dichte Fell nach jedem Spaziergang nach Zecken ab und entferne sie. Die Augen, Ohren und Zähne müssen ebenfalls regelmäßig kontrolliert und gesäubert werden. Der Samoyede hat lange Haare zwischen den Zähnen. Kontrolliere die Zwischenräume regelmäßig und schneide verfilzte Haare vorsichtig heraus. Dabei kannst du nach Verletzungen oder Risse an den Pfoten suchen. Passendes Zubehör. Der Samoyede ist sehr verspielt und klug. Er freut sich über Spielzeug, das ihn körperlich fordert. Ein Ball oder Frisbee, dem er hinterherjagen kann, sind dafür bestens geeignet. Als ehemaliger Schlittenhund ist der Samoyede ein begeisterter Läufer. Wenn du nicht so ausdauernd bist, kannst du mit ihm Rad fahren. Mit ein wenig Training und einer guten Fahrradleine könnt ihr bald eine gemeinsame Fahrradtour unternehmen. Der Samoyede freut sich über jede sportliche Betätigung im Freien. Wenn du einen solchen Hund halten möchtest, solltest du dich darauf einstellen. Wähle eine Sportart, die dir Spaß macht und die ihr gemeinsam unternehmen könnt. Herkunft und Geschichte. Die Ursprünge des Samoyeden liegen in Nordrussland und Sibirien. Dort lebte er bei den gleichnamigen Samoyedenstämmen. Der Samoyede musste verschiedene Aufgaben übernehmen. Er war Wachhund, Hütehund, Jagdhund und wenn nötig auch als Schlittenhund im Einsatz. Doch er war mehr als nur ein Arbeitstier. Sie waren vollwertige Familienmitglieder, die sogar nachts im Zelt schlafen durften. Dort spendeten sie ihren Besitzern Wärme in der eisigen Nacht. Laut Zuchtstandard darf das Fell des Samoyeden nur rein weiß bis hellbeige sein. In seiner Heimat gibt es sie auch in anderen Farben.
Besonders im Süden von Sibirien und Nordrussland leben schwarze und braungefleckte Hunde. Sie werden vom Zuchtstandard nicht als Rassehunde anerkannt. Im Jahr 1989 reiste der britische Zoologe Ernest Kilburn Scott nach Russland. Er lebte 3 Monate bei den Samoyedenstämmen. Dort lernte er die Hunde kennen und nahm bei seiner Rückkehr einen kleinen braunen Welpen mit. Später ließ er eine cremefarbene Hündin und einen schneeweißen Rüden importieren. Verschiedene Forschungsgruppen nutzten die Samoyeden als Schlittenhunde für ihre Expeditionen. Im 19. und 20. Jahrhundert waren das hauptsächlich europäische und amerikanische Forscher. Sie brachten von diesen Expeditionen einige Tiere zurück in ihre Heimat. Die importierten Hunde bildeten die Grundlage für die Zucht in Europa. Da den Züchtern nur wenige Tiere zur Verfügung standen, kreuzten sie auch Spitze mit ein. Kilburn Scott gilt als Begründer der Samoyeden. Seit 1913 sind sie eine eigenständige, anerkannte Hunderasse. Aus der Rasse des Samoyeden gingen später auch andere Hunderassen, wie der Eurasier, hervor. Du möchtest keine Hunderasse mehr verpassen? Dann abonniere unseren Kanal, denn nächste Woche kommt wieder ein spannendes Rasseporträt.